Und jetzt C-Promis, D-Promis, U-Promis und natürlich SP- und D-Promis zusammengepfercht in einer großen Koalition in Ich bin Rot-Schwarz, holt mich hier raus. Mit den Moderatoren Sonja Ziellos und Dick Bach. Hier im Dschungelcamp ist diesmal alles noch ekliger. Hier wimmelt und krabbelt es überall. Würmer, Maden, Ronald Pofalla, es ist furchtbar. Wer wird Dschungelkönig? Für die Angela wählt bitte die Null. Und für den Frank Walter die Doppel-Null. Bei unserer letzten Dschungelprüfung mussten sich die Kandidaten wieder so richtig schön erniedrigen lassen. Faultierpenisse essen? Noch besser, sie mussten ein Konjunkturpaket schnüren und die Wirtschaft retten. Und das gemeinsam. Zusammenarbeiten im Wahlkampf, dann doch lieber Faultierpenis. Kommen wir zur nächsten Dschungelprüfung mit den SP- und D-Promis. Es wird eine Titanaufgabe. Och, ist ja gut, Hase. Frank Walter nimmt kein Blatt vor den Mund. Höhere Reichensteuer und dafür Kinderprämien an alle Familien. So etwas liebt der rote Wähler. Und dann wurde es richtig widerlich. Die Promis von der schwarzen Gruppe haben das sogenannte Steinmeier-Papier richtig madig gemacht. Horst verlangt Steuern runter für alle. Die schwarzen Wähler sind begeistert. Und dann haben die Kandidaten diese ganzen gegensätzlichen Vorschläge in ein Paket gewirkt. Ja, ist ja schließlich Wahlkampf, ne? Und wie wollen die diesen ganzen Murks jetzt bezahlen? Per Scheck? Per Überweisung? Oder per Steinbrücke? Per, die Zicke von der SPD hat eine ausgeprägte Phobie. Oh, eine Phobie? Spinnen? Ja, Spinnen tut er. Nur Schulden machen mag er gar nicht. Oh, und ausgerechnet dieser kleine Streber soll jetzt Rekordschulden machen? Ja, die Kröte muss er schlucken. Mhm. Und tatsächlich, Per schluckt die Kröte. Und sie scheint ihm sogar zu schmecken. Und der Steuerzahler, seine Kinder und seine Enkel dürfen es bezahlen. Aber dafür sparen wir jetzt alle sagenhafte 10 Euro Steuern. Was wohl die Dschungelprinzessin aus der letzten Staffel dazu sagt? Das ist eine Currywurst mit Mayo ohne Pommes. Oh, oh. Haben die Kandidaten die Dschungelprüfung bestanden? Haben sie die Wirtschaft gerettet? Was kommt als nächstes? Ich platze vor Neugier. Ich auch. Dickie!